Buenas dias, ja, aus Mexiko, ja, das zweite Testrennen der F1 2019 Liga steht bevor. Wir sind in Mexico City und heute das erste Mal in der Geschichte von VOC eine Dreierpaarung im Kommentatorstudio. Schönen guten Tag. Servus. Ja. Servus. Yay. Yeah. Ja, Mexiko, wir sind, die Arenen sind voll, das heißt natürlich, wir haben heute feinstes Racing. Wir haben, ja, 4,3 Kilometer an Strecke. Die zweitlängste Stadt hier gerade. Wir erreichen Geschwindigkeiten von 352 km/h. Ja, bei 17 Kurven haben wir dann noch ein paar S-Kurven mit dabei. Und das sind die zweite DS gerade, die wir hier sehen können. Rolex auch und wieder am Start, ne? Riesengroß hier, Werbe, Banner drauf. Ja, erstmal die Qualifying-Highlights wie immer, ne? Die wollte gleich kommen und ja, das sehen wir. Das schöne matschige Safety Car. Aber gut, ey, Bilder sind wieder am Lecken, ich fasse es nicht. Gut, da habe ich schon gesagt, ne? Was denkt ihr? Wer gewinnt? Ja, also wie man jetzt hier im Bild schon sieht, ist wieder Max Verstappen unterwegs. Genau. Ja, mal schauen. Und da sehen wir Palli. Nee, das ist verpflümmer, aber egal. Ja, wir lassen uns mal überraschen. Ich weiß jetzt auch auf Anhieb nicht, wer jetzt hier auf Pole startet. Also, ja, das ist immer gleich. Mal gucken. Genau, wir warten einfach mal ab. Ich denke, hier ist es halt wichtig, dass man wieder ohne Kollision durchkommt. Ja, genau. Und ja, jetzt kommen die Highlights. Und was sagst du dazu, Raymond? Was ich dazu sage? Ja. Ja, hier ist immer ein bisschen Einschlag. Ja, sehr schön. Das siehst du mehr. Ja, den Daniel. Daniel wird hier im Qualifying blockiert. Das ist eigentlich mein Top-Favorit wieder für diesen Song, ehrlich gesagt. Mit dem Alien natürlich. Ja, Alien, mein Daniel. Ja, was schafft denn der, du? Wobei ich sagen, ja, das war dann Daniels Rage Class Qualifying. Bisschen gesagt, die Musik spielt auch ein bisschen rum. So, auf jeden Fall, jeden wird heute nicht mitfahren können, der würde aus der TV-Kamera spotten, genauso wie Clubmaster, deswegen haben wir auch ein volles Fahrerfeld für die Ersatzfahrer, 20 Fahrer und diese wir nochmal eine Qualifying sehen, schon wieder Turbinio, der hier Sand blockiert und dann war der Frontflügel von Sand am Arsch. Und ja, ne. Nun so ja, da kann man aber auch dazu sagen, dass da Sand ein sehr großes Risiko eingegangen ist, aber natürlich, wenn der Alex dreht sich da andere Fahrer nicht auf der Hotlap war, kann man natürlich auch besonders auf dieser Strecke auch ein bisschen neben die Strecke fahren. Und da wurde dass eben man sowas überhaupt nicht riskiert. Da wurde Alex eben disqualifiziert. Warum auch immer, fragt mich nicht. Und da sind wir auch das die Pole-Lap. Codemasters-Logik. Genau, genau. So, und jetzt sehen wir die Pole-Lap von unserem ersten Fahrer oder der erste Amerikaner mit seiner Pole, yay. Ja, ekelhaft die Farbe. Ekelhaft, pink. Also, ja, man sieht hier 3:43 erreichen die Piloten hier zumindest von Force India bloß. Und da steht auch schon wieder einer rum und das ist halt jetzt hier eben live, ne? Die Polypapa. Da hat er ein bisschen gecuttet, dass die dann noch gültig ist, also, ja. Alles klar. Man sieht, wie er mit Ideallinie fährt, also. Das ist natürlich Realismus pur. Ich kann mich noch erinnern, als ich 2016 hier in der Liga gefahren bin, genau. Habe ich ja Monaco, wollte ich schon sagen, so Mexiko gewonnen. War auch ein sehr, sehr ja, spannendes Rennen und die Strecke verlangt einiges ab. Ich weiß jetzt nicht, da ich ja das Spiel nicht habe, wie es jetzt aussieht mit der mit dem Setup, beziehungsweise wer die Autos zu fahren sind, aber anscheinend anhand der Dreher kann man mal sagen, dass es jetzt nicht so einfach fahren halt viele, ne? Nice. Ohne Fahrhilfen und ja, da freut sich Sally Oli, der Dritter geworden ist. Daniel reißt schon Gott an mit Halleluja. Genau. Anscheinend endlich mal ein gläubiger Fahrer hier unter uns. Und jetzt eben die Einführungsrunde. Und somit kommen wir auch schon mal zur Startaufstellung, kommt nämlich eben vorne MNL, dann kommt eben Daniel, der 2016er Champion, den kennst du ja noch, Raymond, ne? Dann Salioli, ja. Auf der 3, dann kommt eben Niklas, auf der 4 der Halutri, auf der 5 niemand aus Russland,
auf der 16. Position. Dann haben wir Nice im Renault auf der 7. Auch gute Qualifying von ihm. Dann Dr. Sound, der Red Bull Ersatzfahrer für Ölgen. 8. Schluckson ist 9. geworden. Also auch gutes Qualifying für ihn. MBF 1 10. Okay. Flömer wurde 11. Mercedes. Auch nicht schlecht. Oh, und jetzt liegt diese erste Mal in der Anführungsrunde. Auch mal nicht schlecht. Hat das wohl ein bisschen übertrieben. Genau, ja, man sieht, es ist bedeckt und da rasen sie erstmal alle vorbei. Gut, dann haben wir eben Ferrari auf 11 und 12. Pali vor Sen knapp, dann kommt eben Turbinho, der gerade schon negativ leider aufgefallen ist. Das Meerschweinchen hat sich eben früh zerlegt. Stuffel, der Italiener auf der 16. Reflex, der McLaren-Ersatz auf der 17. Elias, der muss heute sein Rennen beenden, ansonsten ist nächste Woche in Hockenheim knapp. Auf der 18. Alex wegen DSQ auf der 19. Und Stomme ganz hinten wegen einer Platzstrafe. Codemasters war am Werk. Und ja, wie schon gesagt, eben hier nicht aufgezählt. Und auch Clockmaster ist leider nicht mit dabei. Da gibt es schon die ersten Disqualifikationen. Ja, das ist aus der Einführungsrunde. Eieiei. Ich hoffe, dann im Rennen werden die Fahrer sich besser sortieren. Und ja, mal schauen. Ja. Naja, dieses Feeling hier im Stadion, das kennst du ja auch noch, Raymond, ne? Das wird hier auch nochmal schön dann am Ende sein in der letzten Runde. Aber gut, jetzt geht's erst einmal los. Wir haben eine TV-Regie, soll ich schon Lotterie sagen? Wir haben hier eine TV-Regie, meine Herren. Und ja, mal gucken, wie das Ganze denn aus der anderen Perspektive so aussieht. Jo. So, wird alles eingeblendet. Auch ganz wichtig, hier einen sehr, sehr guten Start zu haben, weil die Gerade halt relativ lang ist und ja, die erste Kurve, da wird es dann wieder immer, ja. Für eine Crash-Kurve. Ja, so, Genau. Also, Testrennen 2 hier in Mexico City. Die 5 roten Lichter gehen an und sie gehen auch wieder aus. Los geht's, Abfahrt. So, der Red Bull kommt dahinter nicht gut weg und ja, Red Bull, mit Force India wirkt es schon guter Start diesmal. Ja, und da kommt der Toro Rosso auch schon von rechts ran und jetzt fahren hier natürlich alle hintereinander, das zieht Windschatten. Das geht nicht gut, das geht nicht gut. Da verbremst er sich, da verbremst. Geht gut aus. Hinten gibt's, glaube ich, einen kleinen Dreher, gelbe Flagge ist auch draußen, aber auf jeden Fall Niklas mit dem besten Start. Daniel hat 2 Positionen verloren und man sieht ja auch, die sortieren sich hier. Alien hat alles schön für uns eingeblendet. Und das ist natürlich jetzt das tägliche Startchaos. Letztes Jahr war hier Lauf 8 Chaos, als Jugo und Sen sind abgeflogen. Letztes Jahr im Startstau. Aber dieses Jahr. Oh, da hat sich einer ordentlich verbremst da hinten. In Williams war das, glaube ich. Sauber, ja. Ja, den gibt's ja nicht mehr, Williams, stimmt. Doch. Ja. Oh. 4 und 3. Nice, gelbe Flagge und ja, man sieht Chaos ist vorprogrammiert. Posta. Nice fällt zurück nach einem Unfall anscheinend auf die 20. MBF1 dagegen auf der 6. Ihr seht ja, ne, die Namen sind eingeblendet. Hoffentlich könnt ihr euch aber schon mal Divebomb und das geht schief. Schon mal ein schöner, vollster Respekt, dass wirklich alle 20 Fahrer angetreten sind. Ja, also nur sind nicht alle Stammfahrer, ein paar Ersatzfahrer. Ja, aber ein volles Fahrerfeld, das ist immer ein gutes Omen für die ganze Liga. Genau, aber Niklas mit einem richtig guten Start, der hat halt eben nicht aus dem Windschatten profitieren können. So, Turbinho auf der 14, Pali nur auf der 15, der hat auch, wie man ja hier sehen kann, vom Start aus die Position verloren. Man sieht ja, wie viel man vom Start aus verloren hat aktuell. Alex hat 8 Positionen gut gemacht von ganz hinten oder von fast ganz hinten. Aktuell auf die 11 vorgefahren sind, auch ein paar Plätze gut gemacht. So muss es sein, das sehen wir auch schon. Pali jetzt hier gegen Turbinho, wir sind onboard. Ja, onboard gibt's auch, ne? Kurze Information dazu. So. Ja, mal schauen, ob Pali jetzt in den nächsten Runden bei Turbinho vorbeikommt. Oder ob der vielleicht wirklich noch von Stommen geholt wird, der auch ziemlich dicht hinter ihm ist. Hey, da ist Flömer auch noch. Oh, da gibt's einen Crash. Da ist MBF1 und ich glaube Dr. Sound war es, haben sie da berührt. Der Dr. Sound hat jetzt auch im Frontflug gestanden, da kommt der Mercedes durch. Sieht aber erst einmal noch alles in Ordnung aus, ging alles gut, alle Fahrer haben gut reagiert drauf, weil jetzt ist er doch eine sehr brenzlige Stelle dort. Wenn man da einfach wieder rausgeschaut und ja, da kann man, wenn man einmal das sieht und dann irgendwie einlenkt, dann ist man auch quasi, ja, dreht man sich quasi auch weg. So, Stufel ist letzte auch mal nicht schlecht. Und den beiden reden nur auf 18 und 19 auch mal nicht schlecht. Ja, und in der Zwischenzeit konnte sich Daniel auch wieder auf Position 2 vorkämpfen. Und ist dran. Und ja, halbe Sekunde hinten dran, vielleicht kriegt er ihn ja jetzt schon auf der Geraden. Ja, mal gucken, der ist es dann aber er verliert ein bisschen. Er kommt langsam dran, aber das wird vermutlich nicht reichen. Nein, reicht nicht aus. Nee. ERS vielleicht auf der Gegengeraden, also auf der nächsten DRS-Geraden.
Na, kriegt nicht so einen guten Exit, aber da hat auch MNL ja deutlich gecuttet. Während wir sehen, dass bei Daniel schon die Reifen bei 15% Abnutzung sind, das ist, glaube ich, relativ viel. Na, ja, mal gucken. Ja, Daniel, der letztes Jahr noch mit seinem Controller unterwegs war. Oder war das noch vorletztes Jahr? War auch noch letztes Jahr, ja, stimmt. Es war auch noch letztes Jahr jetzt mittlerweile mit Lenkrad unterwegs und konnte, so wie ich mitbekommen habe, seine Pace nochmal ein bisschen ausbauen. Richtig. Tester nur in Sektor 1 und Sektor 2 gelbe Flaggen. Wir sehen, das Boxenstopp aus Sand ist gerade zurückgefallen. Na, da kommt Daniel nochmal dran. Ansonsten. Ah, Niklas verliert auch schon so ein bisschen. Oha, da geht das Heck ein bisschen quer. Ja, wir schon da viele fahren hat eben auch ohne Fall. Und da hinten geht Niklas, da ist Halutri direkt nebendran. Das sieht man eventuell noch so ein bisschen am Horizont des Ganzen hier. Und jetzt sind wir wieder onboard und da ist Niklas quer mit Halutri raus aus der letzten Kurve. Auch nicht schlecht. Und jetzt kommt eben der Angriff. Mit DRS, wir sind jetzt unten rechts eingeblendet. DRS ist grün offen und da fährt er die volle Kampflinie. Das ist schön an Mexiko. Aber Daniel kann natürlich die Führung übernehmen, das ist völlig klar. Dafür ist eben nicht lange gerade da und dahinter. Auch ein Positionstausch. Oh, sieht ja, geht aus. Gut. Oha, da so geht einer quer. Niklas da quergegangen, Toro Rosso. Niklas wurde ja zurückgestuft und jetzt ist Send raus aus der Session, aber nicht aus dem Rennen. Nur aus der Session, aber nicht schlecht. Und bei Alex. So, siebter ist er. Schon, wohl bemerkt. Was man hier gut erkennen kann, dass die Fahrer sehr stark über diese Curbs drüber fahren. No, bei Stufel. Sein Ding wurde ist letzter. Stufel mit einem katastrophalen Start. Das ist dann wieder dabei getreten. Perfekt. Mit einem katastrophalen Start hier ins Rennen gegangen. Der Italiener sieht man auch an seinem Helm die drei Farben der italienischen Flagge. Sektor 2 war hier gerade gelb, warum auch immer. Niklas ist nur noch 10. Oh, das sieht mir 11. Oh, der wird anscheinend durchgereicht. Verliert auch weiter Zeit, der Niklas. Oh, die beiden Red Bull. Die beiden Red Bull Ersatzpiloten, wohl bemerkt. Kämpfen hier auch gerade. Mit was? Und jetzt ist hier Reflex dran an Pallium Flömer. Pallium Flömer dran und eben hier Reflex hat dran wieder Tritt zu dritt nebeneinander. Ah, oh, da wird zugemacht. Da geht's über die Wiese, oh. Da geht's über die Wiese und das geht gut. Das ging gut und jetzt ist Palli da. Nee, oh, Frontflügelschaden vielleicht bei Mercedes. On board? Nein, das sieht. Ja. Kann man leider nicht erkennen durch das Halo. Ja. Ne, Boxenstopp fordert da schon an. Oh, könnte wirklich sein, dass das was kaputt ist. Wir sehen es leider nicht. Aber Alex schon auf der 6 vor Alex mit einem Sensationsstart. In einer von 5 Runden 13 Positionen gut gemacht. So muss man das machen. Da sind wir auch schon jetzt eingeblendet, wie alt denn die Reifen sind von den Piloten hier. Wie viele Runden sie denn schon drauf haben. Was auch interessant zu sehen ist, dass jetzt man auch die Ladezustände der Batterie und so weiter erkennen kann, rechts in der Anzeige. Richtig. Und ja, das Spiel hat sich doch schon zum Vergleich zu den letzten Jahren doch nochmal um einiges ein bisschen verbessert. Oh, also, da sind wir Wheel to Wheel. Oh, 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 Crash, eieiei, was hat denn der da gemacht? Ein bisschen verbremst und... VSC ist draußen, niemand abgeflogen. VSC, kein Safety Car. Richtig, nur virtuell. Ja. Sammy jetzt, es ist ein Delta, ne? Ich lasse mal ganz kurz für alle Zuschauer. Jetzt haben wir ein Delta im Sektor, in Sektor 1 und 2, warum auch immer hier Sektor 3 nicht eingemeldet und warum... Alles klar. Warum fährt Turbine? Boah, leck der rum. Warum fährt Turbinio da jetzt hinten rein? Auch nicht schlecht. Zu Ende, jetzt geht's wieder los. Hier VSC, wie schon gesagt, Delta muss man halt, man muss, gab 70% der Geschwindigkeit, also irgendwas rausnehmen. Aber es geht weiter. Stufel, Onboard, MBF1. Oh, die sind aber auch nah beieinander. Also, das fällt trotz dieser großen Abstände von einer Minute, dauert es trotzdem beieinander. So, jetzt sagen wir, holen dann auch eben die Piloten hier alles miteinander. Ah, schlechter Exit bekommen von Staffel. So, und Niklas nur noch 17. Also. Ich weiß anscheinend nicht, so hat er größere technische Probleme und er wird jetzt auch wahrscheinlich Honda gleich halt überholt. Honda halt. Ja, die so, Honda Engine. Die beiden Pink Panthers da auch im kleinen Fighting, man sieht's hier. Weil ja, der ist ja auch nach hinten gefallen, der. Und Alex auf der 5. Leute, ich fasse es nicht, Alex auf der 5. Position ja. Sogar schon vor Pally. Und aber MNL hat doch jetzt schon überraschend relativ viel Zeit auf Daniel verloren. Wir sind jetzt mittlerweile über 3 Sekunden.
Na, richtig. Jetzt aber hier erstmal. Palli kann jetzt an alles vorbeigehen oder wird das erst einmal nichts? Ihr wisst ja, in Mexiko hatten wir auch schon letzte Season TV-Bilder. Das ist hier der Trend anscheinend. Das ist erst einmal mit DRS, Alex gegen Palli. Die beiden kennen sich schon von letztem Jahr. Aber Palli, natürlich ist das kein Problem, hier am Sauber vorbeizugehen, oder doch? Nein. Ja, stark von Pali. Es hat mich eh gewundert, warum er so weit hinten gestartet ist im Qualifying, weil ich hätte ihn Ja, da weil auch er auf deutlich weiter. Untersoft ist er gefahren, Ah, nur. okay. Alle anderen auf Hypersoft. Ich kann es noch ganz erklären. Die weicheste Mischung ist Hypersoft, die zweitweicheste oder die zweithärteste. Ja, auf jeden Fall dann hinter eben Ultrasoft und dann eben Supersoft. Wir sind auch noch bei Zend, jetzt ist Turbino hinter ihm, da ist natürlich auch wieder dasselbe Kommt nächstes Jahr dann noch die Hyper-Duper-Hypersoft-Mischung. Genau, die Oh, Megasoft, genau. Oh, was ist denn das? Dieses Auto! Ach Gott. Mega Unfall. Ey, ich fass es nicht! Da hört man Zend im Hintergrund ausrasten. Spruch, das This is kann doch nicht ridiculous! wahr sein. Das ist immer die Ferrari. In Ferrari. Ridiculous, guys. Genau. Honestly, are you kidding me? Torpino und Sen sind raus. Was ist denn hier los? Ja, Wie der viel Mexikaner oder was? hat wohl Sen seine Worte wieder an uns gerichtet, nämlich das wunderbare Tschüss, was mittlerweile Da steht noch der Williams rum, die fahren komplett bei hier. uns bekannt ist. Genau, so schaut's aus. Legendär, So. ja. ML auch in der Box, jetzt ist Salut hier auf der 3, aber was ist hier los, Boah, da gehen Alex? in dieser Kurve, da gehen öfter mal. Die Autos quer. Kommt echt öfter mal die Frauenhüfte ein bisschen raus. Genau, Und und Replays vom Start. Achtung, so. Start. Meerschweinchen. Was ging bei ihm so ab? Oh, guter Start von ihm. Sen kommt nicht weg. Sen hat er viel zu viel. Oh. Und ist Fährt er mit Lenkrad oder Controller? Es besteht Controller oder Lenkrad, ja. Man weiß es nicht. So, auf jeden Fall Weil erst das mal war hier. gerade ein bisschen unsmooth. Unsmooth, ja, genau. So, Achtung, reine Kurve 1, was ging denn da so Oh, ab? ja, das ging ja. Oh, Oh, das schade. war der Dreher, das war Schade. der Auslöser der gelben Flagge. Ja, aber also die Startsituation hat mich echt überrascht, dass die so gut vonstatten ging. Na klar. Und ja, jetzt sieht man nochmal von niemand aus der Sicht. Also, Niemand. niemand, für kleines So. Wortspiel. Wie Game of Thrones geguckt. Ja, da merkt man, dass die Leute einfach mehr Traktion haben. Aber was ich auch So. interessant finde, beim Ferrari ist auf dem Halo viel mehr aerodynamisches Gedöns drauf, als jetzt bei dem Haas ist es, Ja, glaube ich. genau, das ist ein Haas. Und ein Jo. Hase. Was soll der Scheiß denn? Da hört man auch im Hintergrund, Ja, wie niemand ein ja, bisschen das ist ein bisschen, eskaliert. ja, also, Ja, guter Schnitt. So, und jetzt erst Das mit Cent. nochmal von Achtung, Send. hat er ja auch einen schlechteren Start. Ja, geht halt Durchschnittsstart. Ja, Ja, das so, das ist Meerschweinchen auch hatte halt nur wieder einen unser Thema. Mega-Start. Ja, man muss da so kämpfen. Es ist mega gefährlich. Natürlich, man sieht ja 320, 330 und dann bremsen alle miteinander vorne, weil man zu viel nebeneinander quasi. So, und er Ja, sagt, ja, gut, da da kann kann auch es nicht Send so nichts viel. dafür. Das ist ein normaler Rennunfall Typischer und ja. Start. Aber es gab, glaube ich, relativ wenige Frontflügelschäden Ich in drehe ja der gar keinen Fass. Und da ist Sen gar jetzt in der kein Runde Wow, 3, Alter, dreht sich weg. Das war auch der Grund, warum er bei der Jagd da hinten dann war. Sen dreht Alter. sich weg. Bitte passt auf, wenn ihr zurück auf die Strecke Turbinio. fahren wollt, ne? Denkt Genau. dran. Genau, jetzt kommt Turbinho. Der war ja zählt hinter Sen. Und die beiden haben sich da noch auf der Korn abgeschlossen. Mal gucken, was da gleich noch rauskommt. Währenddessen kurze Boah, das ist da Information. eng. Boah. Halli hat da richtig viel Glück, dass wir hier nicht in FMS 15 sind. Da So, kommt das Achtung. Anzeichen, dass. Boah, es gab einen Frontflügelschaden, glaube ich. Ne, gab keinen. Alles für den Schritt. So, Boah, jetzt ist das hier, eng. das ist eng hier in Mexiko. Doktor Sound. Guck, ob Der. man den Sound auch wirklich von ihm hört. Nö, Ne, er der hatte bleibt den. stehen. Hatte, ja, stimmt, der bleibt stehen und vor allem hat Visent auch den Bug, dass man hier, außer das Piepsen nichts hört. Was ist das für ein Piepsen? Das ist das Piepsen, dass man das schalten soll. Auf jeden Fall so an sich ist es so, dass der Send und Dr. Sound keinen Sound haben. Nur keinen, also die haben Zuschauer und auch hören wir auf, ne, hört man ja. Aber keine Alter, Motorsound. hört sich Ja, an wie so ein, keine Ahnung, Krankenhaus. genau, also das Auto kriegt gerade dann immer so eine also so eine, wie heißt es, Medikamente. Defibrillator hat es Ja, eingebaut. genau. Klinisch tot eigentlich bei denen. Klinisch tot, genau. Genau. So, nice, kommt gut weg. Halutri hat einen
mittelstarken. Ja, ein bisschen besseren Start als sein Vordermann und wird vermutlich reichen, an ihm vorbeizuziehen. Durch Windschatten natürlich war er schneller. Aber die Autos, die hüpfen halt manchmal noch ein bisschen hin und her. Das darf eigentlich nicht sein, aber es ist. Ja. Sind alle gut durchgekommen. Also, ja, oh. Also hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, bei uns 2016 hat es da gescheppert. Da hat es gescheppert wie Sau. Boah, der hüpft rum, der Halutri oder wie der heißt. Halutri, genau. Genau. Wir haben mit von drei Fahren keine Sicht. Das ist eng. Und jetzt geht gleich. Ja, das ist jetzt. Da hätte er nicht. Ja. Leute, bitte passt auf, wenn ihr zurück auf die Strecke fahren wollt. Gibt es eigentlich ein Reglement bei euch? Ja, es gibt ein Reglement. Besser, oh. Das ist sogar besser als jetzt in Race Room. So, los geht's. Okay. So, Achtung, jetzt haben wir hier natürlich die giftige Windschatten, die vor uns sind. Das ist auch relativ klug. Jetzt kann nämlich er hier, der Schweizer, der Barcelona letzte Woche gewonnen hat, hier nebendran ziehen. Und jetzt hier, Achtung. Und Niklas eben mit diesem Superstar. Wir haben leider keine direkte Onboard-Sicht von ihm, die wurde zu spät angeliefert mit dem Lieferwagen. Der stand noch im Stau. So, jetzt Achtung, hallo Tri. War das die Blackbox oder was, wo nicht geliefert wurde vom Auto? Genau. So, jetzt Achtung, jetzt sehen wir ja nochmal Niklas, ne? Wie er schlechterer Start. So, okay, jetzt mal den Windschatten von Daniel, das ist schon mal vorteilhaft. Und hallo Tri natürlich, da bekommst du unendlich an Speed, das ist natürlich völlig klar. Und das ist halt hier immer auch das hier, Schöne hier an Mexiko. Was übrigens auch Finale ist und da ja gut, viel zu schwer gebremst und dann... Es geht, Reifen, es war äußerstes Limit. Reifen überfahren und ja. Vom Polsetter, Achtung. Gerade passiert nebenbei nichts im Rennen, ich guck mal kurz drauf. Alles gerade wie beim Alten. Ja, und der muss dann natürlich gucken, dass das ein Teamkollege da Mischatten gibt und halt eben nicht selber Kassi will. Hier kann man jetzt zum Beispiel auch am Halo erkennen, dass selbst der Force India mehr Aerodynamikteile am Halo hat als der Haas. Genau. So, mal gucken. Ja, da ging alles super gut, ne? Alex, mal gucken. Das sieht auch eigentlich geil aus, das Halo, finde ich so. Von Platz 19 geht's auf ihm. Und bei Staffel sind Connection-Probleme anzusehen. Stufel, ja, richtig, das ist cool. Staffel. Ja, tschüss. Tschüss. Und hallo. Tschüss. Wieder. So, Achtung, Alex, der hat so einen bombastischen Start, das muss man ja mal erwähnen. Der junge Schweizer. Ja, und er wird angeschossen. Ei, okay. Ja, das war der Alex wieder on fire. Erst wer war das? Meerschweinchen angedreht und dann noch schön seinen Frontflügel an. Was weiß ich auch immer, weggehauen. Ei. Jetzt mal gar keinen Sound mehr, oder wie? Hört ihr noch einen Sound oder so? Nee, wir hören auch keinen Sound. Ah, super. Also bei Toro Rosso mit dem Honda-Motor, der liefert anscheinend auch keinen Sound mehr. Dr. Sam muss da mal ran. So, Achtung, Elias, wie schaut's da aus am Start? Sieht besser, wie Alex sich richtig schön reinbremst, ne? Und da leckt aber der Ding hier auch, ne? Ja, bis auf das eine, was wir da jetzt gesehen haben, wo der Alex sich ein bisschen zu aggressiv reingebremst hat, war doch alles relativ sauber. Das ist Bugmaß, Idee, ne? Oder da leckt er rum, dass man einfach, wenn man nur in der Koppelcam sitzt, diesen Halo-Mittelstreifen einfach ausblenden kann. Das gibt zwar gar keinen Sinn, denn das Ding schwebt jetzt hier mitten in der Luft, aber okay, das ist Bugmasters. Wir kennen die alle und der bremst sich da auch an und dann leckt er auch kurz rum und dann, ach, hör mir auf. Finde ich das sogar wirklich schöner, weil ein paar Runden bin ich ja in F1 2018, habe ich auch gedreht. Also finde ich es mit Halo in der Schnauze wesentlich schöner. So, das dann kann man überhaupt nicht weg. Da muss doch MBF1 ausweichen, von dem wir by the way keine Sicht das haben eben. Reflex MBF1 und Stufe. Boah, das war das. Torpedio beim nächsten hat er sich angelehnt. Heftig. Mal schauen, ob wir dann auch gleich wieder zum richtigen Live-Geschehen zurückkommen werden. Passiert gerade nichts. Ja, der hat sich aber auch schon umgedreht, ne, dass da ja nichts passiert. So, mal gucken. Flömer, yay! Mercedes Power. Ja, jetzt bin ich so unbeliebt, aber okay. So, natürlich, ne, auch er. Der hat auch keinen. Nicht so einen besonderen. Zu viel Wheelspin gehabt, dann am Ende ist gut weggekommen, aber hat dann die Räder zum Durchdrehen gebracht und, ja. Der ein Controller-Fahrer unterwegs hier.
Nee, nee, der fährt schon Lenkrad. Der fährt Lenkrad, warum wenn dann da. Egal, egal. Ist doch richtig, oder? Also zumindest. Nee, der fährt Controller, weil ansonsten nee. Wären ja dann die Topfe angezeigt Torbino, worden. Torbino fährt auf jeden Fall Controller. Also jetzt Achtung, Schluckson. Fortlab ist auch richtig und der denkt sich erstmal so super Start. Nein, das ist einfach stinkend. Der war noch im neutralen Gang. Der müsste da eigentlich ne, direkt in die Kupplung reintreten, aber gut. So geht's halt. Und der da kommt halt eben auch im BF1 mit einem guten Start. Haas mit auf 6 und auf 7 und 8 kurzzeitig. Das war auch, das sind generell gut aufgestellt hier. Jetzt hier ist sein Teamkollege raus. Oh. Genau, ein Abmann ist auch gelungen. So, und jetzt kommt zweimal das. Okay, auch mal nicht schlecht. Daniel. Gucken wir mal, der hat ja dann plötzlich Niklas, ne? Rechts neben sich gehabt. Warum er da nicht die Tür zumacht, verstehe ich nicht, schon na, vorher. Naja, aber er hat's clever gemacht, weil ne, hier ein bisschen Kontakt und dann aufpassen, dann ging da auch alles gut. Dann hat er jetzt hat er nämlich so zwei Positionen verloren. Aber. Ja, klar, aber lieber lassen als, ne, bevor man hier kommt, quasi auch kommt. Dann sehen wir, ja, und jetzt kommen wir auch schon zu dem Unfall. Achtung. So, jetzt Achtung, Send macht gar nichts, fährt jetzt rüber, genau, und er folgt ihm. Kommt dann aus dem Heck und dann trifft er. Boah, das ist. Dieses Auto! Genau, das ist der Funkspruch. Ey, ich fass mal. Es nicht! Oh mein Gott. Ja, aber da ist er natürlich. Jetzt hier was. Ja, da verliert er sein Heck, der fährt mit offenem DRS so, und. Kann man es nochmal sehen? Hier, jetzt lenkt er nicht mehr ein, ne? Er lenkt so und hey, dann. Warum lenkt er dann rüber? Ja. Hä? Warum lenkt er? What the fuck? Sand kann da auf jeden Fall gar nichts mehr tun. Hat er aus Wut irgendwie den abgeräumt? Auf jeden Fall kann Sand da gar nichts mehr tun, ne? Da kann Sand gar nichts mehr tun. Wir sind in Live-Bild, oh yeah. Ich hab aber nicht gesehen, dass er nach rechts lenkt, wenn ich ehrlich bin. So richtig habe ich das nicht gesehen. Naja, er stand so Richtung rechts und hat er dann gerade quasi gelenkt mit dem Kontrollersing. Und da sind wir Haas mit der Überrundungsstufe überrundet. Auch nicht schlecht. MBF1, by the way, fährt noch als Ghost, ist aber inzwischen leider auch raus. Also die DNF-Liste, Reflex ist auch raus, oh. Also die DNF-Quote ist heute auch wieder ganz schön hoch, aber trotzdem. Wie schon gesagt, ihr seht es rechts eingeblendet, das ist auch nur Luxus, das haben wir nicht jedes Rennen. Könnte man zwar eventuell mal einführen, dass da irgendwie einer eventuell das aufnimmt, ne? Weil dann ist es für uns, denke ich mal, leichter, oder? Ne? Da irgendwas zu entziffern, man kann sich auch drüber unterhalten, ne? Und braucht nicht mehr die Onboard-Sicht, ne? Und so, aber dann einfach alles schön von außen. Jetzt im Moment alles relativ entspannte Abstände, keine spannenden Zweikämpfe. Die Fahrer werden jetzt vermutlich einfach versuchen, ihre Pace so schnell wie möglich fortzusetzen. Alex trifft und ja, gucken, dass halt die Reifen nicht zu schnell abbauen, dass wir vielleicht noch einen Boxenstopp oder so sparen können. Und ja, dann halt versuchen, möglichst viele Punkte reinzufahren. Richtig. Ja, wie schon gesagt, dann haben wir eben nochmal die Generalprobe auf den Saisonstart und dann eben in 2 Wochen in Österreich geht's los. Diesmal, ja, wir freuen uns alle. In Spielberg spielen wir um die Wette. Ich weiß, ich bin lustig. So. Ja, also die Formel 1 vom Motorensound her klingen sie halt einfach nur noch wie ein leistungsstarker Staubsauger, seitdem die V10 ja. Beziehungsweise also 12, 10, 12 Zylinder nicht mehr da sind. Boah, hier mal das stylische Hauptmenü, sehen wir es auch nochmal ganz kurz hier. 8 Zylinder werden ja auch mal wieder was Schönes, ja, aber die werden ja vermutlich leider nicht mehr kommen. Unser Freund der heilige Bosberg, grüße dich auch. Hier live im TV-Chat aktiv anscheinend. So, ja, man guckt sich hier so ein bisschen noch die Zeit an. Und Niklas ist draußen, was ist da denn los? Niklas ist draußen, sieht man das eventuell noch? Nein, sieht man nicht. Weil Codemasters ist so dumm, ist es uns zu zeigen, auch mal nicht schlecht. Nein, wir die haben sind nicht dumm, die sind nur schlecht qualifiziert. Niklas hat eine Aufnahme, ne? Aber die kam zu spät, ne? Die kam zwar noch rechtzeitig, aber das Video an sich musste halt eben schon früh aufgenommen werden. Haben wir ein VSC? Nein. Was? Zu Pit? Zu Join? Was? Aha, Fail-Liga, aha. Bossberg, ich hasse dich auf mein Leben, vielen Dank. So. Ansonsten, was sehen wir denn so? Nice, wieder auf der 8, okay, also auch für ihn wieder gut und ansonsten Dr. Sound oder ab Dr. Sound ist schon eine Überrundung, also ja, typisch. Aber Mexiko. Es ist doch relativ überraschend, dass hier eigentlich so viele Rennabstände
zustande gekommen sind. Ja, deswegen haben wir MBF 1 mit zwei Runden Rückstand. Der hat zwei Stunden, der ist nicht mehr im Rennen. Der will bloß noch sein Ghost fährt. Achso, wir haben uns Sektor 3 geflogen, was ist da los? Und jetzt sehen wir hier den Chat oder was sehen wir hier? Ja, wir sehen nochmal die Abstände. Wir zeigen uns hier auch mal ganz kurz die Zeiten. Auch den Boxenstopp, ne? Wir sehen MBF 1 da schon mit 4 Boxenstopps. Das kann nämlich nicht stimmen, weil hier seht ihr nochmal ganz kurz die Reifenstrategien. Palli fällt jetzt auf Supersoft, ist auf Ultrasoft eben gestartet. Das war ja seine Qualifying-Reifen. Strafe hat er bisher keine, nur 3x Achtung. Das heißt, beim nächsten Mal gibt's eine. Eigentlich müsste ich schon für ihn eine geben, aber trotzdem. Ferrari geht mit 97 und 98 an den Start. Sind 97, Palli 98. Auch recht lustig, wie schon gesagt, Ferrari bisher, Sand letzte Woche ein totaler Flop, heute konnte er nichts für. Und Palli gut, ne? Letztes Mal Auto weggeschmissen, heute aktuell auf P5. Richtung Podium kann es noch für ihn gehen, 20 Sekunden. Er braucht jetzt nicht den Vettel machen wie hier, ne, mit Mamma Mia. Mal gucken, und der Bosberg, der nervt wollte auch so ein bisschen. Der wollte auch mal die Pizza ein bisschen hochschmeißen, der Vettel in Hockenheim. Genau. Wollte auch mal die Pizza zum Drehen bringen. Oder wie heißt dein Auto im Moment? Giulietta oder Giulietta. Letztes Jahr hieß er Margarita, oder? Margarita. Ja, letztes Jahr hieß er Margarita, glaube ich, sein Auto. Und Alex stoppt. Alex ist an der Box, ne? Mal schauen, wie lange der Boxenstopper eben braucht. Ja, sieht man leider nicht. Oder? Ah, da. Oh, da die brauchen lang. Sehr lange. Ah, von. Das ist ein verpeilter Boxenstopp. P6 verliert er auf jeden Fall. 8 Sekunden, das ist viel zu lang. Das ist das normaler Boxenstopp dauert normalerweise nicht mal 3 Sekunden. Da brauchen die Menschen bei Sauber noch ein besseres Gehirn, Menschenskinders. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, die Personalkosten mussten halt leider gesenkt werden. Und jetzt sind wir jetzt mal alles auf voller Bestand und wir sind onboard jetzt hier bei der TV-Stream, da gibt's heftig Unfall. Und heftig. So. MNL, der Pole-Setter mit der Nummer 88 ist draußen. Ah, ja, sieht auch mal schön aus, die Aufhängung vom Force India. Muss man sich auch mal betrachten. Und das ist Halu auf der 3 und Palli auf der 4 und. Gab kein Safety Car. Heiligs Blechle, ich fass es nicht. So, jetzt on board oder was? Nee, TV. So, wir schalten hier live drauf, ne? Und der fliegt sowas von ab, ich fass es nicht. Überschallen bekommen, gegengelenkt, zu stark, dann wieder gegengelenkt und dann war es vorbei. Mit dem Live-Bild. An sich muss ich sagen, warum jetzt auch mal keine Onboard Gedöns da kommt. An sich ist es gerade verdammt rutschig. Das planen uns gerade ein paar Fahrer mit über Funk, ne, dass es hier gerade verdammt rutschig ist, auch aufgrund des niedrigen, ne, der niedrigen Lufttemperatur, weniger Grip. Die Reifen sind eh schon bei ein paar richtig blöd. Und jetzt kommt auch schon die TV-Sicht, ne, die ich ja haben wollte. Wir sehen 50% viel zu viel. Das lenkt er hier ein. Fällt wahrscheinlich noch über den Körper, oder? Ja. Aber dass da der Arsch so quer kommt, ich kann jetzt nur reden von letztem Jahr. Ja, und die hatten ja deutlich weniger Abtrieb. Aber und warum gut, da ja. Jetzt der Hintern quer kommt, ja, keine Ahnung. Ja, es ist schon richtig kalt und sehen wir es nochmal richtig schön. Ich weiß jetzt nicht, was der mit dem Setup für ein Setup fährt. Seine Reifen sind relativ stark abgenutzt. Vielleicht spielt es da irgendwie zusammen, aber. Ja, die Aufhängung hat auf jeden Fall standgehalten, das ist schon mal wichtig. Ist blöd für ihn, aber wir hoffen halt einfach mal, dass es ihm gut geht. Ja, das ist ja. Are you okay? Ja. Wobei ich auch sagen muss, er hat noch kein Testrennen somit beendet, ne? Auch in Barcelona schon DNF. Sieht schlecht aus für ihn, aber bisher aktuell keine Saison-Genehmigung. Und wir sehen Leute, Platz 15 bis 20 DNF. Barcelona war noch relativ gut, ne? Mit 3 bis 4 DNFs, ne? Letzte Wahl eben in der letzten Rennrunde. Das ist ja heute 2, 4, 6 DNFs, beziehungsweise MBF 1 auch 7 DNFs, Leute. Stufel an letzter Stelle, das ist halt wie so ein Aserbaidschan-Grand Prix, ne? Ey, und Leute. Vor allen Dingen ist Mexiko ja normalerweise nicht mal so eine crash-anfällige Strecke. Ja, aber ich meine, du hast ja die relativ viel Highspeed, ne, auch hier in den Kurven. Ne, ja, aber die Wände, die Mauern sind ja trotzdem relativ weit weg. Deswegen wundert es mich ehrlich gesagt, weil die Strecke verzeiht normalerweise, wie man es jetzt hier auch gesehen hat, normalerweise so kleinere Fahrfehler sehr human. Und man hat hier nicht mal irgendwelche Kiesbette, wo man da irgendwie sich wegdrehen könnte, naja, oder klar. So. Und ja, und Meerschweinchen an der Box. Flöme wundert mich halt ein bisschen, aber Daniel fährt das, glaube ich, jetzt souverän und fährt jetzt auch an die Box.
Salioli ebenso, natürlich jetzt dann auch nur den Sieg, ne? Salioli gegen Alien hat das gewonnen, weil Alien beim Boxenstopp da sich den Vorflug abgeknackt hat. Alien, der fährt doch gar nicht mit. Letztes Rennen. Hat Salioli gewonnen, der Schweizer, ne? Schweizer. Na, dabei hat man alles auf der Pole, ja, und dann plötzlich hier, ne? Ja, und hier konnte man jetzt erkennen, dass der Boxenstopp von Daniel 2, viel, viel schneller 6. war. Also Leck mehr als dreimal so schnell. So, erstmal ERS anmachen. Ja. Runde 23 von 36, wohlgemerkt, meine Damen und Herren. Palli führt, ein Ferrari ist back. Ferrari hat ja bisher eine sehr, sehr schwierige Zeit gehabt, letztes Jahr vor allem. 2016 war es nicht ganz so schlimm mit Maruf und Bernal damals, aber gut an sich, wie schon gesagt. Ferrari hat gute Ziele und da sieht man auch schon der Ghost von MBF1 hier, ne? Sieht man nicht, halt nicht. Aber wie schon gesagt, ne? Hier MBF1 nicht mehr im Rennen, also noch 13 Wagen im Ziel, im Rennen, ich fasse es nicht. Und Stuffel hat auch schon 2 Runden Rückstand, das ist auch sehr viel. Und ja, und was man auch sieht, ist bei Elias die Rundenanzahl auf seinen Reifen, die sind jetzt auch schon auf 16 Runden angestiegen. Auch Palli muss bestimmt richtig fahren, denke ich. Ja. Na, Palli kann durchfahren. Kann der? Ja, super, so kann auf jeden Fall durchfahren. Aber es sind noch 12 Runden, ne? Naja, ja, wobei die Supersoft, die halten doch schon relativ lang. Das ist die härteste Reifenmischung. Wir haben Hypersoft, Ultrasoft, Supersoft. Bald kommt noch der Snaggy Soft und der Mega Soft raus. Der Hyper Duper Soft. Genau, Super Duper Mega Soft. Irgendwann haben wir wahrscheinlich dann 12 Reifenmischungen. Nein, nächstes Jahr gibt es nur noch 3 Reifenmischungen. Ne? Oh. Nämlich Elias Soft, hat eine Medium Strafe Hard bekommen. Oh. Hat Strafe. Von der Rennleitung Patrick Schindler hat da wahrscheinlich wieder irgendwas gemerkt. Und ja, von da an. Meinen Augen in die nichts, ja. Das ist, ich bin der Leert, du hast das falsch gemacht. Oh, Kurva! Alter Leute, das ist echt wieder Beste. Und Wheel-to-Wheel-Fahrten hier, Salioli! Salioli! Oh, da so geht's auf Dreck, ab in den Schlamm. Schlamm vor allem. Oha, das war kritisch. Oh, da ist noch MBF1 als Ghost mit dabei, auch nicht schlecht. Und da sehen wir eben das Jungs-Battle. Kampalli, der stand halt nicht, denke nicht, weil Daniel neue Ultras hat. Ich auch nicht. Daniel wird durchfahren, also will Kampalli schon sicher mal durchfahren. Aber auch wenn Palli schon 11 Runden davon, wir haben seit der 2 gerade. Der Palli sollte sich jetzt das Ziel setzen, dass er auf jeden Fall seine zweite Position hält, weil der. Bosman halt die Fresse. So. Jetzt hier ein bisschen off-track. Ja, Bosman schreibt da unten im Ja, ich würde auch. Ich würde einfach auch gucken, dass ich halt vielleicht mich noch ein bisschen ziehen lasse von Daniel und möglichst wenig Zeit verliere, möglichst wenig mit ihm kämpfe. Richtig. Und, ja. Einfach Pizza sparen, also, weil der Salioli ist jetzt auch nicht so weit weg. Also ja, 13 Sekunden ist schon relativ viel, aber wenn der halt wirklich abgefahrene Reifen hat, verliert man schon mal gern pro Runde 1 bzw. 1,5 Sekunden und dann wird es Richtung Ende echt knapp bei dem. Ja, Stuffel bei der Boxeneinfahrt. Ach, Lord. Aber ich glaube, er überlebt noch. Na, du überlebt aber trotzdem. Also was ich sagen wollte noch, ist, dass der Salioli ja 5 Sekunden, glaube ich, hatte vorm Boxenstopp und jetzt irgendwie 14, also ist irgendwie ein bisschen komisch gewesen. Ja, richtig. Aber normalerweise hat er jetzt schon, finde ich, die Rennpace gehabt von Daniel. Also, mal gucken. Ja, und vor allem der Halutri ist ja auch direkt hinten dran. Ja, ich denke, das wird für Palli noch ein richtiges Brett. Sieht man eine Replay oder ist das live? Ist live. Ich bekomme die Meldung von unserem Technik-Team, ne? UV-Serkabel, ne? Dass die TV-Kameras natürlich alle ausfallen, ach du Scheiße. Fertig. Naja, Hauptsache Red Bull liefert uns noch ein bisschen was Schönes. Oh, das ist schön, das ist richtig schön. Das ist mit der schwierigste Teil hier auf der Strecke auch, diese S's, weil du manchen Kurven einfach auch mal ein bisschen, sag ich jetzt mal, Gas rausnehmen musst, um die richtige Positionierung zu haben für die folgende Kurve. Wenn du das nicht hast, dann kannst du hier, erstens Zeit verlieren und dein Auto wegschmeißen. Genau, also kannst du halt richtig verkacken im Prinzip. Und auch die letzte Kurve, die ist auch, finde ich, relativ schwierig, weil die. Wenn du da zu weit rauskommst, dann haust du dir den linken Reifen ab und wenn du zu weit innen bist, dann hast du überhaupt kein Speed auf der langen Geraden und du verlierst erst so viel Zeit. Wenn man da einen schlechten Exit bekommt, dann hat man sofort dann 7/10 auf der Uhr und
man dann das ganze Rennen über nicht mehr einholt. Ich bekomme eine Nachricht der Rennen bezüglich des Unfalls oder des Vorfalls. Das ist aber bei Pali, der ist immer noch Zweiter. Und die Reifen, oh, das wird schon noch, aber ich glaube, der Pali, der muss noch mal rein. Kann man jetzt hin, dass er das schafft? Ne, sorry. Bezüglich Alex und niemand. Alex hätte da, niemand hat da behauptet, dass hier in der Kurve, ne, wo er abgeflogen ist, da rechts, links in die Wand rein. Das alles in der Angeschaut mit, das stimmt nicht. Alex hat damit nichts zu tun. Die TV-Bilder bleiben euch da leider verscheuen. Uns, wir sehen sich hier gerade. Also, da betrifft Alex auf jeden Fall keine Schuld. Es war keine Berührung, hat einfach unter Steuern bekommen, rutschen rein in die Wand. Und auch zwischen Send und Turbino ist ein halbes Urteil zumindest gefallen. Er muss nächste Woche auf jeden Fall mitmachen, deswegen haben wir ja die Testrennen. Aber das wird auf jeden Fall nicht unter Bewährung gehen. Also ja, ne, da Send auch stinkesauer, hat da sich nicht mehr bücken lassen, er ist direkt abgezogen, abgehauen. Und ja, irgendwie hat die Session verlassen, das ist natürlich jetzt auch mal ein klares Zeichen, dass da nichts mehr geht, was die TV-Kameras betrifft, schade. Aber gut, immerhin hat man 25 Runden lang, beziehungsweise 24 Runden. Und Halutri auf der 3. Was ist mit unserem Schweizer? Vielleicht einen Exit hier bekommen, weil er ein bisschen weit rausgefahren ist. Nur ich finde es echt amüsant, wie die hier sich trauen, über die Curbs zu fahren, weil normalerweise ist Mexiko, da haust du dir ja immer schnell das Auto weg, wenn du zu stark über die Curbs fährst. Hier ist letztes Jahr links in die Mauer abgeflogen aufgrund des Curbs. Das geht in diesem Jahr aber anders. Das hat uns auch selber nochmal aus den FP-Sessions erzählt. Das geht auf jeden Fall inzwischen. Aber Halutri, denn inzwischen Stammfahrer bei Williams, ne, das hat auch keiner geglaubt. Wird auch erst wieder im Lauf für TR3 dann angecruisert nochmal, ne, dass er Stammfahrer ist jetzt, aber das ist immer an sich. Ja, bei Williams, ne, weil aufgrund eben Olaf mit Kochplattenfirma ist nämlich jetzt leider weg. Und halt eben Ersatzfahrer jetzt, aber das ist immer an sich. Aktuell 3 für Williams, ja, das ist ja auch mit Eugen als Fahrerwertung. Fahrerwertungstechnisch, da ist der Titelverteidiger in dem Team, wobei Renault halt Team-Championship-Verteidiger ist, ne. Trotzdem, Williams hat jetzt 2 Jahre mit Alien gut gemeistert, aber im Vorjahr noch mit Sarah Max und mit US, aber trotzdem, mit dieses Jahr mit aktuell Xaya aus Südkorea und Halutri aus DE. Mal gucken, wie Williams abschneiden wird. Wenn es so geht wie heute, dann ja, sehe ich doch da relativ gute Punkte. Oder Patrick. Ja, sehe ich genauso. Ich kenne ja einen Alien auch von diversen anderen Ligen. Wobei ich sagen muss, dass er für mich natürlich in der F1-Liga auch mit am besten fährt. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, da glaube ich, dass ihm das Spiel auch am meisten liegt und dass er da auch am meisten trainiert. Ja, als ich da, wie gesagt, ja mitgefahren bin, die 2016er Liga, war er ein Brett, also das war ein sehr, sehr dickes Brett, was ich da bohren musste immer. No. Ein Brett. Ja, genau, Bembel. Denkt wieder natürlich an. An die Nougat-Schnitte. Ja, andere Dinge. FSK 8 da. Ja, so. Pali verliert, aber er macht keine Anstalten reinzufahren, ne? Aktuell nicht, ne? Ja, und wenn er jetzt reinfährt, dann hat er auf jeden Fall seine Position 2 verloren. Deswegen wird er so wahrscheinlich versuchen, die Position zu halten. Frage weil ist halt, hat er den Point of No Return schon erreicht? Jetzt nimmt er mir aber die Vorfahrt der Patrick, ich fasse es nicht. Leute. Ich muss ja schon mal meine Fachkenntnisse hier im Publikum näher bringen. Muss er mal die Hirnmasse glühen lassen hier. RTL-Sprachkurs ist da. Richtig. Power by. Saliolinien nur noch 4, das wundert mich so ein bisschen. Die beiden bekriegen sich jetzt natürlich und das Spiel natürlich auch Pali in die Karten, oder? Stimmt, ich sehe gar nicht, ne? Dass der und was mich jetzt mal interessieren würde, wie von denen die Reifen jetzt schon aussehen, weil die fahren auf Ultrasoft. Aber der fährt Kampflinie hier rein, oh. Oh, schlechter Exit hier. Jetzt kommt es hier drauf an, der kommt zu weit raus, kriegt auch hier einen relativ schlechten. Okay, ja, es geht. War noch okay, nach vorne aber kommt eine Überrundung. Ach, das ist der Ghost. Oh, geil. Da drüber brezeln über die. Das ja, geht mit der Brezel. Das halt geht gar nicht. Was mich halt irgendwie wundert, muss ich generell sagen, ist halt, dass man hier wirklich mit einer halben Wagenbreite einfach über die Strecke fahren kann und das nicht als Cut gezählt wird. Ich kann es auch euch weiter nochmal sagen, wir haben hier ein reduziertes Strafensystem, weil selber entschieden wird, aber hier wurden eh Ausnahmen gezogen, nicht nur weil es jetzt drin ist, sondern auch, weil es einfach ansonsten mehr Sinn ergibt. Das soll jetzt negativ sein oder so. Ich meine, wenn das jetzt jeder macht, ist es ja gleich fair, ne? Ja, deswegen macht es nur,
Ja genau, deswegen macht's ja jeder. Ich hab das jetzt nochmal. Ja, ja klar, dann sehe ich mich schon gerade, ich kann so gerne nochmal öffentlich jetzt. Wow! Oh! Kollision! Und da zieht der Schweizer in einem Schweizer Autobahn macht man das auch öfters mal. Aber gut, wir sind hier auf dem mexikanischen Highway, auf der schnellsten mexikanischen Asphalt-Koordinate, die es gibt in dem Land. Die Schweizer sind ja auch für ihre Alleingänge in der EU bekannt, von daher. Das kommt wieder der politische Scheißdreck durch. Naja. Gut, also das muss jetzt mal gesagt werden. Ich denke, er wird mit Humor nehmen und ja. Ja, auf jeden Fall jetzt der Schweizer vor auf dem Treppchen. Da wird die Schweiz aber wieder höher. Das hat doch nochmal Pali ein bisschen, glaube ich, Spums in die Schüssel. Habt ihr das jetzt verstanden, was ich eigentlich gemeint habe? Dann wird die Schweiz wieder etwas höher. Ja, vielleicht bindet man jetzt Salioli noch einen 50er-Schein vorne an die Windschutzscheibe. Vielleicht befügelt ihn das nochmal. Windschutzscheibe! 50er-Euro-Schein vor allen Dingen, ein Schweizer. Wir haben doch Franken. Jawohl. Oh Gott. Das wird schon wieder behindert. Jetzt hab ich mir Alex auf der 5 Halute im Schweizer Sandwich. Ja, der Alcaramba ist auf der P5. Eieiei. Wir müssen das halt leider unterbrechen, bis das nächste Mal. Ach du Scheiße. Ja. Ihr wisst ja, wie ich es gemeint habe. Halt dieses Video wird Ihnen präsentiert von Runtime. Mein 50 Euro sind ja irgendwas mit, was ist es dann, Umwährung? Ich glaube irgendwas mit umberechnet. 40 Franken? Ja, Franken? Ich glaube 45 Franken, aber ich bin mir da nicht sicher. Also ich kenne auch einen Franken. Kann ja schnell den Währungsrechner gerade hier machen. Ja, genau, mach das mal. Mach er mal. Hier in Mexiko gibt es zwar auch diese Chipas. Den Bubble kann Apple. Da kriegt er seine Verwarnung fürs Cutten. Hier fährt er wieder ziemlich stark drüber. Das ist völlig korrekt. Oh, Leute. Das boah, ist Alter, Katten, die da. Oh, und Franken sogar mehr wert. Das heißt, wir haben ungefähr bei 50 Euro wären das circa, sag ich jetzt mal, 56 Franken. Okay. Ja. Also, Franken, wie gesagt, sind nette Menschen, ja. Schöne Arschpappe habt ihr in der Schweiz. Das stimmt, wir kommen zwar jetzt gerade etwas vom Thema ab, aber in meiner einjährigen Schweizer Karriere, ja. Frankenkarriere. Franken gab mir Essen. Wir sind auch bei Schweizer Jungen. Die Franken gaben mir Essen, sie gaben mir eine Wohnung. Ich bin in Franken tief verbunden. Und sie gab mir eine Arbeit. Spaß. Leute, das Video ist nicht mehr unter 21 anzugucken. So, jetzt nochmal zurück zum Thema. Ja, also wir haben bedeckte Wölfe. Ja, Sam Schnauze jetzt so. Das gibt schon mal Spannung. So. Also wir sehen auf jetzt bedeckte Wolken, genau. Genau. Perfekte Wolken, ja. Und da ist Nice, oder wer ist das? Nee, doch, oh. Nee, das ist Ilias. Grüß Gott. Annäherung, die Nachtzykle. Aha. Perfekt. Das macht schön Platz, da sag ich Chapeau. Genau. Endlich mal einer, der die blauen Flaggen akzeptiert. Und der Vorsprung auf Pali, der ist groß. Geschrumpft. Also, Pali wird das locker, denke ich, nach Hause fahren. Pali, kann Pali, eigentlich Pali. Noch einen Slide einbauen, noch so einen schönen Drift. Genau. Nein! Boah! Ja, und von daher denke, ja, ne. Das Podium steht eigentlich gelbe fest. Gelbe Flaggen, was da los? Okay. Also ich denke, da wird sich jetzt nichts mehr an der Spitze ändern. Ich glaube, bei der Helikopter. Hinten da ist auch jetzt nicht so. Was mich wundert ist, dass es heute überhaupt nicht geschifft hat. Also kein Regen, Ja, es sind da nur bedeckte Wölkchen hier. Da war halt der Peter Russe wieder unter den. Es sieht so aus, als ob da irgendwie jederzeit anfangen könnte zu regnen und. Macht's aber nicht. Warum sind das gelbe Flaggen, wo gar keiner ist? Auch noch so eine schöne Logik. So, da steht einer. Oh, Stuffel steht da. Gefährlich. Auch mal wieder. Muss mal eine Raucherpause einlegen. Junge, was ist los mit dir? Hast du zu viel mexikanische Tortillas gefressen? Genau.
Halt bitte auf die Wortwahl achten. Wortwahl, oh, was für ein Pottwahl. Alter. So, wenn wir haben Daniel O. Auf der 1, auf der 2 haben wir Pali, auf der 3 haben wir Salioli. Was, die Ravioli? No. Stempel, bitte, ey. Ah, Alter. Das Niveau ist schon ganz unten. Das noch ist schon wieder mit einem Unterirdischen. Ja, wir haben nichts gegen die Schweizer. Ja, Mann. Richtig. Ja, das ist doch schön. Die Schweiz ist ein geografisch schönes Land, das muss man ja schon mal gesagt haben. Ja. Das, ihr produziert sehr schöne Siegflaschen. Kann man immer gut mit ins Zeltlager nehmen. Alles klar. Und eure Geldscheine kann man gut als Arschpappe benutzen, das ist echt Alter. Gut. Alter, das schneidest du raus. Nein, das werde ich nicht drauf schneiden. Das seid doch gehen. Behindert, ey. Alter. Oh Mann, Leute. Also bitte ein Like da lassen, wenn es euch nicht gefallen hat. Ja, es war mal eine andere Kommentation. War mal anders, genau. Genau. Die AFK oder was? Also auf jeden Fall, der Unterhaltungswert ist heute wieder um einiges gestiegen. Ja, in der Tat. Ja, so. Last Lap, meine Freunde, der verrückten, aber nicht zu verrückten Unterhaltung. Daniel in Kurve 3. Alter. Ich könnte jetzt einfach schreiben, wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Genau, macht das. Aber machen wahrscheinlich eh keine. Doch, von doch. Daher. Hallo Alex, grüß dich, bitte schreib einen Kommentar, vielen Dank. So, Achtung, letzte Runde. Kann Daniel noch einen Motorschaden in seinem McLaren bekommen, wie es ja Alonso... Fantasy-Session verlaufen. Ich dachte, dass Daniel steht, ey. Ich dachte gerade schon. Kann Pali noch einen Puncher bekommen oder kann Salioli sie nochmal wegdrehen? Ich bekomme nochmal die ganz kurze Information, dass Salioli 3 Sekunden hat. Das heißt, aktuell wäre Halutri Dritter. Wenn man das mal anguckt. Also doch, die Schweiz doch nicht so hoch. Und wir sind bei Daniel. Da ist der Euro-Kurs gesunken. Oh, hat der schon. So, und hier sehen wir, brennen wir das Ganze doch bestimmt auch noch, ne? Die mexikanischen Landesflaggen hier durch die Arena. 72% am Ende und ja, 11,8 Sekunden. Karate-Flagge, Daniel O gewinnt. Testrennen Nummer 2 in dieser Saison. Und ja, da haben wir den Fan da drüben, der neben uns gerade hockt hier mit seiner Tröte. Und ja, Daniel O gewinnt. Pali, der ist jetzt gerade in der letzten Kurve, da sehen wir es on board. Kommt als Zweiter durchs Ziel. Auch nicht schlecht. Und jetzt haben wir eben Halutri on board. Reicht's aus für Salioli? Das sieht mir. Na, das wird verdammt eng, aber das sieht mir nicht aus. Nee, das reicht nicht. Nein. Nee. Ja, viel zu viele Sekunden. Warum hat Salutri nochmal Salioli nochmal die Strafe bekommen? Wenkarten. Und jetzt erstmal Interviews hier in Mexiko. Wir hören uns gleich nach den Interviews wieder. Hoffentlich denke ich mal, dass die jetzt hier kommen. Und ja, wir haben. Ja, das der hier in Mexiko. Grüß dich, Salutri. Ja, du kritisch. Wollen wir mal mit dem Schwarzbild haben? Auch nicht schlecht. Ton geht, also viel Spaß. Rotkin so präsentiert haben bisher. Oder? Bitte? Die Karre ist ja doch besser, als man denkt, oder nicht? Also er fährt sich doch schon sehr gut, ja. Ich hatte allgemein mit der Strecke in Mexiko ziemlich starke Probleme gehabt im Training, aber konnte sich doch dann irgendwie revidieren und habe es dann im Rennen halt doch zeigen können, dass es doch gut ist, nicht der Schnellste zu sein, sondern halt die möglichst beste Konstanz zu haben. Und das hat sich halt ausgezahlt. Okay. Ja, an sich, was kannst du aus diesem Test jetzt mit dem wirklichen Auto, ne, ist ja wirklich jetzt dein Auto, was kannst du daraus mitnehmen für das finale Rennen, Finale-Testrennen in Deutschland dann? Ja, dass ich eigentlich mit dem Wagen zufrieden bin, dass mir die Farbe steht und hoffe, dass ich einfach eine gute Saison hinlegen kann. Ja, dann viel Spaß, gute Reise nach Deutschland und mal gucken, was du dann beim finalen Test noch optimieren wirst. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, Ferrari ist back, Forza Ferrari, Palle, schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Schön, erstmal danke, dass ich auf dem Podium stehe und erstmal danke an alle Fans und ja, das darfst du noch italienisch so jubeln. Bitte? Jetzt darfst du noch italienisch Vettel nachmachen? Nee, heute nicht, tut mir leid. Noch nicht da, 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 da. Nee, auf jeden Fall, wie lag dein Auto, wie lag's oder was genau? Was war bei Sent los? Weißt du da irgendwas? Nee, das Team ist noch am Arbeiten, was da jetzt genau vorfallen ist. Ich möchte jetzt noch nicht weiter zu irgendwie was tendieren. Also Ferrari ist stinkesauer. Nee, P2, bist du zufrieden oder sagst du, komm, mein ehemaliger Teamkollege hätte ich schlagen müssen? Ja, also mein ehemaliger Teamkollege war einfach schneller heute, muss man einfach so sagen. Klar, ich bin von 12, glaube ich, gestartet oder von 11. Nichtsdestotrotz hätte das Rennen für mich besser laufen können, wenn ich eine etwas andere Strategie nochmal gehabt hätte, wenn ich nicht auf den Supersoft, sondern... Also den Supersoft bis Runde weiß ich nicht was gezogen hätte, bis 20 und da nochmal auf den Ultra gegangen wäre, hätte es vielleicht noch mit Daniel geklappt, aber
Nichtsdestotrotz war es einfach ein extrem enges Duell nochmal. Ja, er ist einfach vorbeigezogen, da kannst du nichts machen. Und ja, sonst bin ich auf jeden Fall zufrieden. Mein Ziel war, auf dem Podium zu landen, das stehe ich nochmal auf Nummer 2 und ja, von daher ist okay. Okay, auch in dieser Fall Deutschland, was willst du noch optimieren oder gibt es nichts mehr, was du erstmal optimieren möchtest? Also optimieren würde ich natürlich eine ganze Menge. Ich bin mit der Leistung zwar zufrieden, klar, ich bin jetzt heute von hinter den Top 10 gestartet und bin aufs Podium gefahren, bin ich zufrieden, aber so ein Pole-Sieg wäre schon statt Finish-Sieg wäre schon cool. Und von daher lasse ich mich mal überraschen, das wäre auf jeden Fall das Optimum für Deutschland. Okay, vielen Dank und viel Erfolg für Deutschland und ja. Danke. Dankeschön, ja. Grüß dich, Daniel, ja, guten Tag erstmal. Moin. Moin. Ja, erstmal, wenn ihr nicht da seid, hattest du es eigentlich mit am leichtesten oder dachtest du, dass dann Leo oder auch eventuell noch wer anders dich irgendwie catchen könnte? War es ein einfaches Rennen? Und wie war dein Rennen? 3-4 Folgen auf einmal, los geht's. Ja, also, ich hatte, da Alien weg war, irgendwie heute nur die Force Indias als Konkurrenten, die waren eigentlich auch im Qualifying genauso schnell wie ich. Ich hätte eigentlich noch die Pole holen können, wurde aber beim zweiten und dritten Run blockiert, was mich ziemlich geärgert hat. Ich war dann richtig stinkesauer. Und dann Kurve 1, da waren wir glaube ich zu viert nebeneinander, war ziemlich chaotisch. Und irgendwann nach ein paar Runden habe ich dann halt alle bekommen, da überholen und fett plus DRS auf dieser Strecke wirklich OP ist. Was man auch später gegen Palli gesehen hat, es ist einfach zu stark auf dieser Strecke und im Endeffekt habe ich meine Strategie perfekt im Laufen gebracht, konnte Palli mit einem riskanten Manöver überholen und ja, ich bin zufrieden. Okay, denkst du jetzt, oder fühlst du dich jetzt wieder so stark wie vorher, weil dein Start in die Testtage oder in die 3 Testwochen war ja nicht so blendend. Fühlst du dich jetzt richtig stark, vielleicht so stark wie vor 2 Jahren wieder, oder ist es halt eigentlich jetzt bloß so, nur weil alle nicht da war, habe ich halt gewonnen quasi, da hatte ich nicht so viele Gegner? Nein, ich bin gar nicht standfest. Also ich habe aktuell das Gefühl, jetzt mit dem Lenkrad ist es neben Spiel halt, dass es von Strecke zur Strecke geht. Also in Spanien war ich im Rennen wirklich schlecht. Hier war ich im Rennen sogar besser als im Qualifying, was mich auch überrascht hat. Und allgemein, ich glaube halt, auf einigen Strecken aktuell bin ich wirklich noch sehr schlecht. Okay. Deutschland ist aktuell noch so Durchschnitt und deswegen muss ich mich da auch noch bis zur nächsten Woche verbessern. Okay, ja, dann danke ich euch und jetzt kommt zum ersten Mal eine neue Hymne auf dem Podium und ein neuer Champagner-Song. Jubel bitte! Jo. Alles Lied. Das kommt selber auf Feuer. Ja, wir bedanken uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss an Deutschland. Ciao. Tschüss. Jubel bitte. Champagner. Ja, die beiden, die haben sich heute kennen und lieben gelernt. Williams, Turbinio, Senf, Ferrari. Ja, eure Einschätzung Deutschland, nächstes Rennen. Vielleicht kommuniziert es ja sogar, weil dann ist aktuell nicht offenbar. Was da los? Ja, also, wieder spannende Rennen. Vielleicht wieder so viele Ausfälle. Was wir nicht hoffen, ja? Oh ja, was wir nicht hoffen. Hoffentlich wieder so viele Fahrer unterwegs. Ja, und ja, spannende Zweikämpfe. Vielleicht auch 3 Kämpfe oder 4 oder 5. Genau. Ja, geil. Ja, also. Und ja. Ja. Generalprobe, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, hier aus Mexiko mit euch dabei. Sag mal tschüss. Tschüss.